International Frontline News. Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Schön, dass ihr wieder zu den Frontline News eingeschaltet habt. Ich bin wie immer noch der gute Horcrux und werde euch heute brandneue News, beziehungsweise es gibt jetzt seit gerade eben eine Alternative, wie wir, beziehungsweise du, genau du, mit deinem Freund zusammen auf einen Server kommt. Und zwar hat der gute Spencer hier das gerade eben frisch gepostet, ja. Da sehen wir jetzt für die Leute, die jetzt kein Englisch können, sehen wir hier das jetzt gut wieder übersetzt. Ich zeige mal nur mal hier schön drauf, ne, das ist ass rein übersetzt. Ja, also wie gesagt, eine Alternative. Wir können jetzt selber bestimmen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch für jeden Server geht, aber wir können jetzt selber bestimmen, auf welchen Server wir spielen wollen. Und damit können wir jetzt auch mit Freunden zusammenspielen. Ich denke mal, das wird das noch alles ein bisschen ändern. Jetzt mit der Alternative. So, warte mal, ich zeige euch das jetzt hier mal. Hier haben wir jetzt nämlich jetzt zum neuen schönen Knöpfchen. Und dann gehen wir jetzt einfach auf Server und können jetzt hier sowas Schönes machen, wie zum Beispiel, warte mal, nehmen wir jetzt mal einfach meinen leeren, obwohl, nee, dann glaubt ihr mir das wieder nicht. Warte mal, nehmen wir mal hier. Da spielen jetzt gerade 3 von 4. Ich habe jetzt drauf geklickt und jetzt sehen wir, dass das schön markiert ist, ja. Und wenn ich jetzt das Spiel starte, was ich jetzt einmal so mache, ja, so. Wie gesagt, das ist jetzt aktuell, denke ich mal, vorübergehend eine Alternative, wie wir, beziehungsweise du halt, mit deinem Freund zusammen spielen könnt. Ja. So, jetzt kurz, wie immer, dieser wunderschöne, erotische Heroes-Updater. Ja. So. Ja, eigentlich sollte ja das Freundesystem letztes Wochenende, also jetzt das vorherige Wochenende kommen, aber anscheinend hat sich das verschoben. Und jetzt haben wir jetzt erstmal diese schöne Alternative. Wenn ich jetzt nämlich jetzt hier mal so hier so auf meinen schönen Wall gehe und er das hier mal geladen hat und dann jetzt auf Play Now gehe, komme ich sofort im Match, weil das Matchmaking verlinkt ist mit dieser wunderschöne Website und jetzt genau mir diesen Server rausgesucht hat, den ich ausgewählt habe. Ja, das bedeutet jetzt, dass ich jetzt, wenn es jetzt geladen hat, ja komm, so, ja gut, jetzt ist er ein bisschen voller. Ich werde gleich mal schauen, wie das jetzt ausgesehen hat, beziehungsweise, warte, wir haben jetzt aktuell 3-6-7, also bedeutet 7 gegen 6. Ich mach mal hier kurz, genau, wenn ich jetzt das mal kurz aktualisiere, wo ist der Server? Da, ja, 7 gegen 6. Also, wie ihr seht, könnt ihr jetzt einen beliebigen Server, ob das jetzt EU ist oder Nordamerika oder was weiß ich, ihr könnt jetzt beliebig viele Server oder beziehungsweise euren Server raussuchen und somit mit euren Freunden zusammen spielen. Wenn das jetzt endlich mal nicht Fortschritt ist, ne? Ja, ich werde jetzt auch gleich nochmal Gameplay dazu aufnehmen, ja, damit ich auch endlich mal wieder ein bisschen Gameplay liefere. Ja, das waren schon von den Frontline News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt auch, endlich mit euren Freunden zusammenspielen zu können. Und
Ja, ich hoffe, beziehungsweise das wird bestimmt noch verändert nachher. Oder es kann auch so bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Möglichkeiten da sind, das jetzt zu ändern mit dem Freundschaftssystem, wie wir es von früher kennen. Aber das ist doch meine schöne Alternative. Und ihr könnt jetzt endlich mit euren Freunden spielen. Oh ja. So. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich hoffe mich, Junge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir auch uns irgendwann auf den Schlachtfeldern sehen. Und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. Gameplay irgendwas. Ciao, ciao.